2006 ist der Frankfurter Schriftsteller gestorben. Heute wurde zum ersten Mal der Robert-Gernhardt-Preis vergeben. Das durfte nicht humorfrei abgehen. Wie einst in Gernhardts Gedichten: Dich will ich loben, Hässliches, du hast sowas Verlässliches. Herzlichen Glückwunsch. Das Schöne schwindet, scheidet, flieht, fast tut es weh, wenn man es sieht. Damit das Schöne bleibt, gibt's Preise. Den Robert-Gernhardt-Förderpreis. Wer damit ausgezeichnet wird, ist mit seinem Werk noch gar nicht fertig. Projekte werden ausgezeichnet. 2 Stunden vor der Preisverleihung. Andreas Meyer, der Autor, lässt es sich gut gehen in einer Frankfurter Ebelwoi-Kneipe. Was Deftiges, Brot mit Fleischsalat, Sardellen und Ei, Ebelwoi gespritzt. Den Preis kriegt er für sein Projekt Ortsumgehung, ein Werk, das er über die nächsten 15 Jahre schreiben will. Tausende von Seiten. All das Schreiben, es entfaltet ein Thema: Heimat. Ortsumgehung wird als Untertitel Heimatliteratur haben. Also ich bezeichne mich inzwischen in jeder öffentlichen Lesung ausschließlich nur als Heimatdichter. Das, was die Leute etwas verwirrt, weil es ja eine unmögliche Schublade ist. Aber ich denke, man muss mit solchen Dingen offensiv umgehen. Ja, ja. Das Taj Mahal in Indien. Else Marie Maletzke hat eine Postkarte an ihren guten Freund Christian Kolusta geschrieben. Der schreibt dann auch mal eine zurück, wenn er verreist. Postkarten in Reimen, in Sonettform, als Gedichte. Höherer, schöner Quatsch. In Zukunft will ich nur noch so verreisen, hast du gedacht. Und manchmal zeige ich Ihnen, sind die so lang, also hier die hervorragende Kreuzfahrt. Man musste sie 2 Karten schicken, weil das Gedicht ging nicht auf eine Karte drauf. Auch dieses Projekt soll wachsen über die nächsten Jahre. Postkarten, vielleicht werden sie mal veröffentlicht, vielleicht aber auch nicht. Den Preis kriegen die beiden, weil es eben ein literarisches Projekt ist. Politisch korrekt muss es deshalb nicht sein. Alles Gute aus Indien, eben mit Grüßen an ihn. Hast du Angst vor Dreck, bleibst du besser weg. Scheu vor Kack und Koli, darfst du nicht nach Delhi. Wenn es dort so ist, ihr literarischer Postkartenpartner verreist gar nicht gerne so weit. Touch, vergiss es, Dresden ist es. Mit Palästen nur vom Besten und barocken Häuserbrocken, ziemlich viel Jugendstil, nebst vertrauten Plattenbauten, dabei immer auch noch Trümmer. Den Preis für die Idee eines Postkartendialogs, für etwas Schönes, hingetupft. Schon Robert Gernhardt wusste, das Schöne gibt uns Grund zur Trauer, das Hässliche erfreut euch Dauer. Einen Preis hat das Wetter nicht verdient, aber die Wetterfrau hat ja wenigstens viel Schönes zu bieten. Also, Laura.